Freunde vom Harler Reitsport, seid heute wieder hier vor Ort, um unsere Harler Jungs zu sehen, wie sie bei Galopp im Sattel stehen. Ich wünsche allen einen spannenden Tag und einen schönen Wettkampf, wie auch ich ihn mag. Trinkt etwas gegen den Durst, gegen Hunger hilft eine Wurst. Habt Spaß bei unserem schönen Fest, die Reiter sorgen für den Rest. Drum lasst uns mit dem Sport beginnen und sehen, wie die Reiter springen. Ab jetzt reitet der Rittmeister voran. Das Wort hat Christoph Könemann. Darum, Reiter, macht alle mit. Ein dreimal ist gut. 88 Jahre Kranzrien vieren, das kann es nur in Halen geben. 25 tapfere Ritter auf hohen Rössern, das diesjährige Kranzfest in Halen. In der Moorarena trafen sie sich, alle wollten sie Kranz- und Flaschenpräsident werden. Bei anfänglich viel Regen und wenig Sonne sollte sich erst der Flaschenkönig finden. Großes Spektakel bei einfachen Regeln. Greift der Reiter dreimal vorbei, aus ist's mit der Reiterei. Die Schwierigkeit besteht darin, dass sich die Höhe des Kranzes oder der Flasche von Durchgang zu Durchgang steigert. Um die Höhe von bis zu 4,50 Meter zu erreichen, stehen die Reiter auf den Sätteln der Pferde und müssen abspringen. Damit bei der Landung nichts passiert, ist die Bahn mit Sägemehl gepolstert. Eine weiche und staubige Landung. Ein zähes Ringen um die Flaschenpräsidentschaft. Der muss ja auch nichts zahlen, im Gegensatz zu dem Kranzpräsidenten. Er bewirtet für ein ganzes Jahr den Kranzverein mit Essen und Trinken. Der Verein greift ihm dabei unter die Arme. Die Reiter zeigen sich zäh. Durchgang pro Durchgang geben sie alles. Jeder will Präsident werden. 11 Mal müssen sie anrücken, bis die Entscheidung fällt. So dauerte das Flaschenreiten länger wie das eigentliche Kranzreiten. Eine Seltenheit in der Vereinsgeschichte. Keine Wettkampfveranstaltung ohne den Sanitäter. Auch Dr. Heilwater kämpft gegen trockene und verstaubte Kehlen der Reiter. Wer dieses Fest schon länger kennt, der weiß, wir haben einen neuen Flaschenpräsidenten. Mit etwas Glück und guten Sprüngen konnte er den ersten Sieg erringen. Martin Gerfen ist der Beste jetzt zu dieser Zeit. Doch die Spannung weiter steigt. Der nächste Sieg braucht noch mehr Kraft und Eleganz. Es geht jetzt um den Reiterkranz. Martin Gerfen ist der neue Flaschenpräsident. Letztes Jahr war Geffen nur Zweiter hinter Philipp Wilhelmi. Dieses Jahr in einem erneuten Stechen hat es für ihn gereicht. Das Kranzreiten kann beginnen. Die Wolken verziehen sich, am Nachmittag scheint die Sonne. Hunderte Kranzreiterbegeisterte locken die wärmenden Strahlen, die Stimmung ist ausgelassen. Bratwurst und Getränke sorgen für das leibliche Wohl. Kleine und große Spenden für den Verein und den Kranzpräsidenten sind willkommen. Die gute Atmosphäre und das schöne Wetter lassen die Besucher nicht geizen.
Zweiter Auftakt, das Kranzreiten. Angeschlagen, doch siegessicher präsentieren sich die Reiter. Und endlich, die Entscheidung ist gefallen. Es war feucht, warm, staubig und schmutzig. Nach einem langen, erbitterten Wettkampf ist der Kranzpräsident entschieden. Sein Name ist Hendrik Steffen. An seiner Seite die neue Präsidentin Tina Schnittger. Zum Abschied, ihr Reiter, macht alle mit. Mit einem dreimaligen Kräftigen. Und weg! Und weg! Und weg! Und weg! Und weg!